Vamapada Trikonasana ist das Dreieck über das linke Bein. Es gibt zwei Stellungen, die als solches bezeichnet werden. In den traditionellen Büchern ist Trikonasana übrigens nicht das, was wir heute als Trikonasana bezeichnen. Du kannst das in Garotes Buch Encyclopedia of Traditional Asana nachlesen. Rafaela zeigt jetzt diese klassische Vamapada Trikonasana zunächst und danach das stehende linke Beindreieck. Gib die rechte Ferse ans Perineum, das heißt, sitze auf der Ferse. Beuge auch das linke Knie nach hinten. Du sitzt also auf der rechten Ferse und hast das linke Bein nach hinten. Gib dabei die Hände auf die Knie und oder gib die Hände in den Schoß. Das ist jetzt Vamapada Trikonasana. Mit dem linken Bein wird ein Dreieck geschaffen. Also Unterschenkel, Oberschenkel sind ein Dreieck von der Seite. Heutzutage verstehen wir unter Trikonasana eine Stehhaltung. Du stehst also auf, du gibst die Beine 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander, die Füße parallel. Und Vamapada Trikonasana heißt über das linke Bein. Du hebst den rechten Arm hoch und du lässt die linke Hand das Bein entlang nach unten gleiten. So bist du in Vamapada Trikonasana, in das Dreieck über das linke Bein.